Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Guide für Suicide Squad Killer Justice League und wir haben uns in diesem Video mächtig was vorgenommen, denn ich möchte mit euch alles absprechen, was ihr tun könnt, um euer Gear zu verbessern, welche Möglichkeiten ihr im Crafting habt, wie ihr mit den NPCs umgeht, welcher NPC was machen kann und worauf es dann auf lange Sicht betrachtet ankommen wird, wenn es um euer Gear geht, wenn es um neuen Loot geht und den gesamten Fortschritt im Game langfristig. Also in diesem Sinne steigen wir ein und widmen uns erstmal kurz den NPCs. Der erste NPC, den ihr euch auch freischaltet, ist der Pinguin. Wir haben schon mal in einem Video über ihn gesprochen, heute aber nochmal aus einer bisschen anderen Perspektive. Ihr könnt euch beim Pinguin zwei Dienstleistungen holen, nämlich einerseits das Herstellen und andererseits die Überholung. Herstellen bedeutet einfach, dass ihr euch irgendwelche Waffen craftet, wofür ihr auch die Rezepte habt. Im Laufe der Story schaltet ihr euch Rezepte frei, also Blueprints für bestimmte Waffen. Ihr werdet aber auch durch weitere Missionen auf der Karte Blueprints freischalten, die euch dann zur Verfügung stehen, damit ihr das nachbauen könnt oder später auch nochmal nachbauen könnt, weil ihr habt schon so eine Waffe erhalten, habt die zum Beispiel verwertet und möchtet das nochmal neu craften, dann könnt ihr hier diese Möglichkeit nutzen, herstellen. Je nachdem, was ihr da macht oder wie der Zufall es will, gibt es 2 bis 3 Erweiterungen zum Beispiel, die ihr bekommt, also Affixe aufs Item und zufällige Effekte, die drauf sein können. Und diese Liste, was ihr da craften könnt, erweitert sich, je weiter oder je länger ihr spielt und je mehr Rezepte ihr freischaltet. Das könnte für jeden Helden tun, kann sich natürlich auch lohnen, wenn ihr zum Beispiel nicht viel mit anderen Helden spielt, weil die bekommen jeweils zum Beispiel nur ihre eigenen Mods. Durchs selber Spielen schaltest du die erst frei. Bedeutet, der Bot kann letztendlich für sich selber keine Bewegungsmod oder bestimmte Mods nicht bekommen oder als Loot finden. Das musst du dann selbst zocken und looten, damit du so eine Mod für ihn findest. Deswegen haben viele Bots erstmal das Problem, dass sie immer noch mit einer grauen Mod rumlaufen. Ja? Das könnte man jetzt hier zum Beispiel ändern, indem man einfach sagt, okay, ich habe jetzt noch nie mit Captain Boomerang gespielt, jetzt mache ich ihm mal hier irgendeine Mod oder so. Ja, dann ist die speziell für diesen Helden. Das ist erstmal eine wichtige Sache, denn sonst, lauft ihr halt mit relativ schlechtem Gear rum. Außer ihr beschließt natürlich auch diese Helden langfristig dann auch mal selber zu zocken und dann Loot für die zu finden. Das andere, was ihr machen könnt, ist ein gutes oder ein Item, was ihr habt und behalten wollt, eigentlich könnt ihr nochmal quasi überholen. Das wird also die Werte und Waffenaufsätze des Gegenstands zurücksetzen und die Erweiterung auch. Das heißt, hier wird nochmal ein kompletter Neu-Roll gemacht für eine Waffe. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht genutzt. Dann seht ihr jetzt hier, der Pinguin steht da unten. Ihr müsst die Treppe hoch, dann rechts. Dann kommt es zum Täumeln. Mit dem Täumeln habe ich bisher eigentlich auch noch so gut wie gar nichts gemacht. Deswegen seht ihr hier auch, Elite ist bei mir noch nicht freigeschaltet. Um diese Sachen freizuschalten, müsst ihr auf die Map gehen und hier zum Beispiel über die W-Taste diese Mission erfüllen. Ja, hier, ihr seht, ich habe hier beim Täumeln noch gar nichts gemacht. Hier habe ich noch viel zu tun und diese Mission freizuschalten. Das heißt, ihr müsst eine nach der anderen durchziehen, damit ihr einfach mehr Funktionen bei dem jeweiligen NPC zur Verfügung habt. Ihr seht, beim Pinguin fehlt mir sogar noch was. Ja, und das ist erstmal wichtig zu wissen, weil sonst denkt ihr ja, was mache ich denn jetzt hier? Ja, und ihr habt jetzt erstmal eine Übersicht einfach über die Sachen, was ihr an Technologien mit dabei habt und wie die funktionieren. Das wird euch aber auch im Laufe der Story ein bisschen mehr klar. Dann kommen wir halt zum wichtigen Punkt, nämlich das Modifizieren. Und das Modifizieren ist letztendlich für den Loot, den ihr schon gefunden habt. Und wenn ihr dann hier irgendwo was verändern möchtet, dann könnt ihr das tun. Ja, ihr habt dann hier einfach die Chance, das jetzt per Tastendruck neu auszuwürfeln, was ihr da bekommt auf diesen Slot. Würde ich sagen, lohnt sich aber nur, das bei Loot zu machen, der hier wirklich 3 Affixe drauf hat, also 3 Augmentationen, wie das Spiel das hier, glaube ich, nennt. Und sonst, wenn ihr halt nur 1 oder 2 habt, das ist nicht Loot, auf den man hier aufbaut, beziehungsweise den man jetzt weiter pushen sollte mit den wertvollen Ressourcen, wie ich finde. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er Lust hat. Wenn ihr dazu Lust habt, das so zu tun, könnt ihr das natürlich. Das andere ist bei Elite. Bedeutet einfach, auf lange Sicht gesehen, wenn ihr richtig geilen Loot gefunden habt, dann geht ihr natürlich dann auf das Elite drauf im Schluss und holt wirklich das Maximum raus auf den einzelnen Augmentationsslots, die ihr da habt, um euer gutes Item
zu einem perfekten Item zu machen. Wenn wir dann beim Toyman hier fertig sind, gehen wir direkt hier rüber in diese Halle. Aber ihr wisst ja, glaube ich, sowieso, wo die sind alle hier. Ne? Also Poison Ivy hat Effekte und die Effekte könnt ihr euch ebenfalls freischalten auf der Map durch die Missionen, die jeweiligen. Und dann müsst ihr es einfach erfüllen und habt dann die Möglichkeit, verschiedene Zustände drauf zu machen auf eure Nahkampfwaffen. Ganz wichtig, ja. Es gibt zwar auch Zustände, die Fernkampfwaffen verursachen, sind aber nicht diese meines Wissens. Zumindest habe ich noch nichts gesehen. Es ist indirekt manchmal, dass irgendwelche Sachen auch Brennen verursachen oder andere Zustände. Aber das sind dann meistens besondere Waffen, die das tun. Hier auf jeden Fall wichtig einfach zu wissen, dass ihr unten schaut, jetzt hier bei dieser Beschreibung, die ihr hier seht, ja. Es gibt immer etwas Positives bei jedem Effekt. Es gibt aber auch immer etwas Negatives bei jedem Effekt, ja. Also das ist wirklich eine wichtige Sache und ihr solltet darüber nachdenken, ob ihr dieses Minus auch vertragen könnt. Ja, nicht nur das Plus, es soll geil sein, sondern ihr müsst das Minus auch vertragen können. Jetzt zum Beispiel, ich gebe euch jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel. Wenn ihr jetzt häufig mit King Shark spielt und ihr habt King Shark zum Beispiel auf Nahkampfschaden ausgerichtet und ihr geht wirklich immer nah an die Feinde ran und haut die Feinde irgendwie tot, ja, dann ist halt bei einem tiefen Frosteffekt einfach der Nachteil, dass die Feinde stark verringerten Schaden durch Nahkampf nehmen. Und das ist einfach eine Sache, die man sich durch den Kopf gehen lassen muss, ja. Wenn man häufig Schusswaffen benutzt, ist das natürlich eine super geile Sache mit Tiefenfrost. Wenn ihr Nahkampfschaden machen wollt, es gibt auch Items, die pushen dann wieder den Schaden gegen eingefrorene Feinde. Da ist die Frage, ob man ein Bild draus zaubern kann oder nicht. Damit habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt. Eventuell wäre das möglich, auf lange Sicht das so zu pushen, dass man dann doch mit Nahkampf genügend Schaden macht. Aber es ist erst auf den ersten Blick einfach mal eine Sache, ein Effekt, den man als Nahkämpfer eher meiden würde. Und hier vielleicht auch noch der Zusatz zu diesem ganzen Effektspiel. Ihr solltet natürlich auch drüber nachdenken, was haben eure Bots dabei? Denn wenn wir uns das jetzt mal kurz angucken und einfach mal hier rausgehen, dann werdet ihr auch sehen, dass eure Bots durch dieses automatisch Ausrüsten, ja, eure Bots rüsten sich teilweise auch automatisch neue Sachen aus, dass die auch Effekte dabei haben. Das heißt, wenn jetzt Harley hier zum Beispiel eine Frostgranate dabei hätte, sie hat jetzt hier eine Brandgranate bei mir dabei, ja, aber wenn die eine Frostgranate dabei hätte und ich wäre King Shark im Nahkampf und die würde die ganze Zeit die Granate schmeißen und Deadshot zum Beispiel auch, der hat jetzt zum Beispiel eine Frostgranate und Boomer würde jetzt noch fehlen oder hat seinen Boomerang mit Frost, dann machen diese Bots Frost bei den Feinden und verhindern bei mir quasi, dass ich mein volles Potenzial im Nahkampf freisetzen kann, weil die mir die Feinde wegfrosten, sage ich es mal so. Deshalb sollte man darauf achten, was man hier dabei hat. Nicht, dass die Bots einem Effekte auf die Feinde zaubern sozusagen, die einem selbst das Damage-Potenzial wegnehmen. Und da ist wirklich drauf zu achten, gerade auch bei den Schusswaffen auch, ja, Feinde verbrennen hier zum Beispiel, ist ja dann mit dem Black Mask hier eine Sache, die man auch im Hinterkopf behalten sollte, so viel auch zu diesen Waffeneffekten. Also Waffen können auch Zustände auslösen, wie ihr seht hier brennen, auf die eine oder andere Art und Weise. Deswegen hier wirklich gucken, wenn ihr ein Build gemacht habt, der auf einen bestimmten Zustand aus ist und einen bestimmten Zustand ausnutzt, solltet ihr schauen, dass eure Bots keine Zustände auf die Feinde drauflegen, die diesem Build, den ihr da gemacht habt, entgegenstehen und diesem Build quasi den Schaden wieder wegziehen, weil der Zustand einfach negativ ist für das, was ihr selber spielt. Ja, das ist eine Sache, die sollte man dann natürlich auch im Auge behalten, beziehungsweise wenn man mit echten Spielern zusammenspielt, was die dann so an Zuständen und Effekten mit am Start haben und ob das harmoniert oder wie man das in ein ausgewogenes oder gutes Verhältnis bringen kann. Dann schauen wir noch kurz bei Poison Ivy rein. Also ihr könnt entweder Granaten oder Nahkampfwaffen eben mit solchen Effekten verzaubern. Ja, hier habt ihr einfach die Möglichkeit, das zu ändern. Das kostet Ressourcen, je nachdem, ne? Und ja, je nach Build, den ihr da macht, wie gesagt, könnt ihr das anpassen bei euren Waffen oder bei euren Granaten. Und was Ivy dann noch am Start hat, ist Extremladen. Dadurch verstärkt ihr den jeweiligen Effekt noch. Und um diese Funktion zu haben, müsst ihr halt eben auch auf der Karte Poison Ivys Missionen erfüllen, die wir ja hier schon einfach gesehen haben. Da fehlt mir jetzt noch diese Mission und dann hätte ich auch diese Funktion bei Poison Ivy, um diese Schadeneffekte einfach noch verbessern oder verlängern zu können bei den Feinden. Wenn ihr jetzt aber auf der Karte genau hingesehen habt, dann seht ihr auch, dass von Lex Luthor etwas verfügbar ist. Und hier habt ihr auch was zum Freischalten, nämlich die Nanomods. Und die Nanomods sind auch noch eine coole Sache einfach fürs Endgame, die ihr verfolgen könnt, um noch mehr aus eurem Gear rauszuholen.
Das heißt, auch diese Missionen hier sollten erfüllt werden. Ich bin auch dran, das dann noch zu tun. Aber worum es hier dann hauptsächlich geht, findet ihr im Arsenal. Und dann zum Beispiel, wenn wir jetzt eine andere Waffe auswählen als diese berüchtigten Waffen. Ja, die berüchtigten Waffen haben dieses System nicht. Ja, das ist eine wichtige Info eigentlich, sondern die legendären haben diese Funktion. Das seht ihr hier an diesem Einser-Ding. Wenn ihr da drauf geht und dann auf W, also hier anpassen drückt, dann werdet ihr sehen, dass ihr hier zum Beispiel eine Nano-Verbesserung zur Verfügung habt. Und dann könnt ihr einzelne Sachen hier pushen. Und ihr seht es jetzt am rechten Bildschirmrand. Ich bin ein bisschen davor, aber ihr seht es jetzt zum Beispiel bei Zoomen. Steht jetzt, was ihr bekommen würdet, wenn ihr jetzt hier eine Nano-Verbesserung reinhaut in die Waffe. Und das seht ihr jetzt halt einfach bei allem, also beim Nachladetempo, das könnt ihr verbessern, die Magazingröße könnt ihr verbessern und ihr könnt das Ganze auch zurücksetzen, damit die Sachen neu zugewiesen werden können. Bedeutet, wenn ihr so eine legendäre Waffe mit im Kampf dabei habt, levelt ihr diese Waffe. Meines Wissens habt ihr, ja, hier steht es, glaube ich, zum Beispiel 5 Stufen, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass es bis 15 Stufen geben soll. Weiß ich jetzt allerdings nicht, kann ich euch nicht hundertprozentig sicher sagen. Ich gehe jetzt mal hier von 5 Stufen erstmal aus. Und je länger ihr die Waffe verwendet, levelt ihr quasi die Waffe und könnt die weiter pushen. Und ihr seht es an diesen kleinen gelben Punkten neben diesen Werten hier an der Seite, wie häufig ihr das pushen könnt. Also 3-mal zum Beispiel das Nachladetempo. Dann könnt ihr hier drauf drücken, einfach lange halten. Und dann hätten wir jetzt das höhere Nachladetempo verbessert von dieser Waffe. Das ist also auch noch eine Möglichkeit, wenn ihr auf legendäres Gear setzt, könnt ihr halt einfach diese Werte hier noch weiter in die Höhe treiben und an eure Spielbedürfnisse anpassen. Wenn ihr dann in der Basis zum Beispiel zum Lex geht, das ist dann natürlich auch erst später im Spielverlauf, dann könnt ihr euch hier zum Beispiel die Belohnungen anzeigen lassen. Und das ist letztendlich das Endgame, um das es geht, die finale Krise. Und hier seht ihr einfach, dass berüchtigte Gegenstände hiermit am Start sind, die ihr dann bekommen könnt in diesem Endgame-Modus. Hier ist also deutlich noch länger die Liste. Hier habt ihr dann aber auch die Bane's Rage. Und das ist jeweils Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Ihr seht, das sind andere Gegenstände, andere Waffen für andere Slots. Ja, also quasi ein anderes Arsenal. Und es ist noch mehr als das, denn ihr habt hier einfach auch ganz andere Effekte, die diese Sets mitbringen, je nach Stufe, die diese Sets haben. Ihr seht ja zum Beispiel, dass ihr hier eine schwere Waffe habt. Die schwere Waffe ist aber in Stufe 1 nicht dabei. Ja, genauso wie es hier eine Sniper Rifle gibt, kurzer Prozess. Diese Sniper Rifle findet ihr aber nicht hier und nicht hier. Aber das ist, wie gesagt, nicht alles, denn diese Effekte, die zum Beispiel Bane's Wut hat, ja, wenn wir jetzt hier draufklicken, du fügst einem Feind 4% mehr Schaden zu für alle 1% seiner Gesundheit, die ihm fehlt. Ja, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Stufe 2 und dann mal gucken, was hier der Effekt ist, ist das was ganz anderes. Ja? Das heißt, jedes Stufenset hat ganz andere Bonuseffekte. Deswegen lohnen sich diese Sets natürlich auch je nachdem und ermöglichen ganz viele Build-Möglichkeiten. Ihr könnt Stufe 1 und Stufe 2 ja zum Beispiel auch gemeinsam ausrüsten, weil ihr ja 3 Set-Teile benötigt, um das volle Set-Potenzial auszuschöpfen. Und ihr habt ja 8 oder 9 Slots, wenn ich mich recht erinnere. Und dann habt ihr zumindest mal die Möglichkeit, Stufe 1 und zum Beispiel Stufe 3 auszurüsten oder Stufe 2 und Stufe 3 und dann noch andere berüchtigte Gegenstände zum Beispiel hinzuzufügen. Da dann auch noch einen Bonuseffekt zu bekommen mit diesem Synergieeffekt, wenn ihr Glück habt. Und dann natürlich nochmal ganz andere Mechaniken für euch dabei habt im Game, um euren Build zu perfektionieren oder noch was richtig krasses, abgedrehtes zu basteln, einfach dann noch zusammen mit legendären Waffen, mit krassen Granaten und so weiter. Das sind also Möglichkeiten, die euch da zur Verfügung stehen, um im Endgame zu experimentieren. Und letztendlich, meine Freunde der guten Gaming-Unterhaltung, was erwartet uns also dann im Endgame von Suicide Squad Killer Justice League? Alles, was ich euch gerade gezeigt habe, hilft euch dabei, euren Build zu basteln oder mehrere Builds zu basteln, denn ihr habt ja auch die Möglichkeit, Loadouts zu speichern für euren Charakter. Das könnt ihr zum Beispiel hier laden, gespeicherte Arsenale, und dann könnt ihr hier etwas abspeichern, könnt das auch benennen. Ihr könnt das Aussehen einschließen und die Talente, wie ihr sie geskillt habt, auch mit einschließen und so zum Beispiel hier einige Slots, safen für eure Charakterbuilds und da Spaß dran haben. Und
ja, Bild bauen. Was geht da eigentlich dann noch vor sich? Ihr geht natürlich hier raus in die Welt. Ihr komplettiert zum Beispiel vielleicht auch den Riddler. Dann macht die Mission vielleicht dann bei den NPCs noch alle Möglichkeiten freizuschalten. Zusätzlich macht ihr aber zum Beispiel auch Sachen wie das hier, um zum Beispiel dieses Prometheum zu bekommen. Und hier auf der Map seht ihr zum Beispiel, dass so ein kleines P-Symbol über dem jeweiligen Icon leuchtet. Und da seht ihr überall, wo Missionen sind, wo ihr euch Prometheum verdienen könnt. Ihr könnt das aber auch von diesen kleinen Tentakelviechern bekommen, die manchmal an den Wänden irgendwo kleben. Wenn ihr die schnell umholzt, bekommt ihr zum Beispiel auch zumindest eine Chance auf Prometheum, soweit ich weiß. Und dann wird es halt dann knackig, das seht ihr dann an solchen Icons wie hier oder hier. Da seht ihr nämlich zum Beispiel Niedertrachts Set Bane, finale Krise. Ja? Und das sind dann diese Missionen, die ihr gehen könnt, die kosten euch dann Prometheum. Also ihr müsst es dann investieren, um in diese Welten zu gehen. Und dadurch habt ihr dann die Möglichkeit, euren Meisterschaftsrang weiter zu pushen. Dazu aber noch kurz eine Zusammenfassung fürs Endgame. Wenn ihr nämlich zu Lex Luthor geht dann in der Basis, dann seht ihr finale Krise-Rang. Also das ist ein Rang, den ihr dann erlangen könnt und hochspielen könnt, indem ihr diese finale Krise-Mission macht, die Prometheum-Kosten, die ich euch gerade gezeigt habe. Ihr kriegt auch neue Unterstützungsmissionen für die NPCs, die wir gerade schon besprochen haben. Dann gibt es Invasionsstufen, die ihr dann in Metropolis auch bekommt, dass dann zum Beispiel extra starke Feinde plötzlich kommen und ihr die möglichst gut killen müsst, ohne dabei zu sterben. Dann kriegt ihr auch nochmal extra Belohnungen, ist ganz cool, das hatte ich schon mal kurz. Dann kriegt ihr neue berüchtigte Gegenstände, die für euren Bild natürlich auch interessant sein könnten. Die Niedertracht-Sets, die drei Stück, die wir uns schon angeguckt haben, bekommt ihr eben durch diese finale Krise-Missionen. Dann gibt es einen Tötungszeit-Modus, wo ihr in einer Underworld, also Elseworld, gegen Brainiacs Truppen kämpfen müsst und so lange wie möglich überleben solltet. Dann gibt es diese Eindringungsmission, diese Incursion Missions, also die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Das war auch in diesem Stream mit Shroud und so weiter, als das vorgestellt wurde. Dann gibt es Mutatoren einfach, die diese Herausforderung nochmal anspruchsvoller machen, wo auch das Wetter zum Beispiel erschwerend hinzukommen kann, weil Blitze zum Beispiel vom Himmel kommen und solche Sachen. Oder Feinde explodieren, wenn sie sterben. Solche Möglichkeiten gibt es dann. Und wie gesagt, diese Meisterstufen, mit denen ihr dann immer höher kommt und je höher eure Meisterstufe ist, desto eher habt ihr dann auch die Wahrscheinlichkeit, eben dieses Bane-Set Stufe 2 oder dann auch Stufe 3 irgendwann zu bekommen. Denn wenn ihr anfangt und eine niedrige Meisterstufe habt, habt ihr noch nicht die Chance, Stufe 2 oder Stufe 3 Bane-Set zu erlangen. Und damit sind wir eigentlich fertig mit dem Endgame und fertig mit dem, was wir jetzt besprochen haben, was ihr alles tun könnt, um euren Charakter zu verbessern, um Anpassungen vorzunehmen bei den verschiedenen NPCs. Ihr habt ganz viele Stellschrauben, die ihr drehen könnt durch Modifikationen, durch diese berüchtigten Gegenstände, durch diese Niedertracht-Sets, durch die Synergien, die dadurch zustande kommen können, durch das Aufleveln von den legendären Waffen und die dann in eure Richtung zu pushen oder Sachen neu auszuwürfeln, die Effekte und Bonuseffekte, die auf den legendären Waffen drauf sind, die dann auch noch dran anzupassen, dass es zu dieser Kombi hier passt und natürlich dann auch auf eure Bots zu achten, was die dabei haben. Die könnten zum Beispiel gut Waffen mit im Gepäck haben, die die Feinde schwächen beim Treffen oder bei kritischen Treffen zum Beispiel die Feinde schwächen, damit ihr nicht so viel Damage abbekommt. Das wäre eine gute Möglichkeit, auch an seinem Squad zu arbeiten. Oder aber ihr nehmt halt einfach auch Leute oder Bots mit vom Social Feature, die auf Rang 1 sind, zum Beispiel global, und guckt euch mal an, wie das läuft. Lasst euch von Builds inspirieren, die ihr angucken könnt in den Ranglisten. Und das ist erstmal von mir soweit alles. Ich hoffe, es war für euch eine gute Vorstellung davon, was euch in Suicide Squad Kill Justice League momentan im Endgame erwartet. Mehr Content dazu kommt von mir natürlich auch noch in naher Zukunft, in Streams zum Beispiel auch, aber auch in weiteren Guides und Tipps-Videos. In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da bei meinem Kanal, falls euch mein Video gefallen hat und falls ihr mehr zu diesem Game erfahren möchtet. Bis bald, Leute. Viel Spaß weiterhin und auf Wiedersehen.